Moin und herzlich willkommen zur Folge 219 von Jörn Schaas feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, und vor allem bin ich heute nicht alleine, denn Abby ist bei mir. Hallo. Hallo Jörn. Abby ist unser Gastini und sie hatte das besondere Bedürfnis, sich hier mal zu Wort zu melden, denn wir haben ja diese Adventskalender-Aktion gestartet, bei der ganz viele Leute mitgemacht haben, die meinen Podcast hören. Auf einmal hatten wir 20 Pakete hier, die alle eine kleine Aufmerksamkeit enthielten für Abby als Adventskalender. Wie war das? Erzähl. Das war sehr, sehr, sehr toll. Ich möchte Danke sagen. Es war sehr, sehr besonders. Ich liebe es jeden Tag. Ich habe aufwachen, ich habe gesagt, oh, ich habe meinen Adventskalender. Es ist sehr cool, weil in den USA, wir haben keinen Adventskalender. Es ist nicht so besonders und wichtig, so. Ich liebe es. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben ein bisschen später angefangen. Normalerweise macht man den ersten Adventskalender, das erste Türchen, am 1. Dezember auf. Aber die ersten Geschenke, na gut, wir sind nicht rechtzeitig fertig geworden, weil wir so viel arbeiten mussten gerade. Und was war das für ein Gefühl, als du den Adventskalender gesehen hast? Wir haben alle Pakete einzeln eingepackt. Sie sind auf einem Tisch im Wohnzimmer. Und als du dann das erste Mal das gesehen hast, was war das für ein Gefühl? Das war sehr, sehr, sehr gut. I felt so loved in that moment. I really did. I felt like these strangers who I don't even know gave me something from their town that really meant something to them and where they came from. So that meant a lot to me. It was really cool. Großartig. Und jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte der Pakete. Kannst du dich an ein paar erinnern, die ganz besonders für dich waren? Die Maus. Die Maus war wirklich cool. Ich habe die Maus nicht vorgesehen, aber ich habe es schon gesehen mit Jörn über Atomkraft. Atomkraft, und es ist sehr cool. So, ich liebe das. I really like the gift from Dortmund. Das ist sehr cool. Ich habe die Stiftetasche für meine Schulstifte. Das ist sehr gut. Und viele Leute hat mir geschrieben mit deinen Postkarte oder etwas, und das ist sehr, sehr nett. Ich habe alles in meinem Schlafzimmer. Das Federmäppchen, die Stiftetasche, sowas kennst du auch gar nicht, ne? Das ist auch was typisch Deutsches eigentlich. In den USA ist es nicht so wichtig für uns, so eine Stiftetasche haben. Meistens haben wir unsere Stifte in unserem Rucksack mit keiner Tasche. So. Die sind da einfach irgendwo drin. Ja. Und ihr müsst immer reintauchen und suchen, wo habe ich meine Stifte. Ja, genau. So ist es hier. Sehr cool. Okay, also etwas, das du dann auf jeden Fall von Deutschland mitnehmen kannst und sagen kannst, hier Freunde. So geht's in Deutschland. Ja. Wir sind sehr effizient und haben keinen Humor. Das stimmt. Abbys Lieblingswitz, ne? Wie viele Deutsche brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Habe ich jetzt gerade die Pointe verraten? Nur einen, denn wir sind sehr effizient und haben keinen Humor. Ja, genau. Ja, super. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Jörn. Das war aufregend für alle Beteiligten. Und jetzt habe ich noch so ein paar Sachen, für die ich Abby nicht brauche, um sie euch zu erzählen. Tatsächlich ist es gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass ich einmal mehr erzählen kann. Ich habe gar keine Zeit gerade für nichts. Es ist unfassbar. Ich wollte eigentlich ja am Sonntag aufnehmen. Das hat irgendwie nicht geklappt und seitdem aber auch nicht mehr. Ganz konsequent, jeden Tag ist irgendwas und ich bin völlig platt. Ich bin gerade auch sehr müde und ich glaube, es liegt massiv am Herbst und ich muss unbedingt mir so eine Tageslichtlampe kaufen. Ich glaube, dass die richtig was bringen können. Mir fehlt gerade einfach so ein bisschen die Energie, aber ich habe es dann zumindest geschafft, heute am Donnerstag What's in Your Pants zu veröffentlichen. Ich bin parallel gerade noch mit daran, dass ich die neueste Folge vom Nord-Süd-Gefälle zu Ende schneide und der
High Alarm Podcast, die nächste Episode ist auch schon einigermaßen vorbereitet. Das heißt, wir sind podcastmäßig eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ja, das ist das. Dann haben wir einige Weihnachtsmärkte uns angeguckt. Danach hätte ich sie natürlich fragen können. Vergessen. Ja, denn das war so eine Sache, wo Abby gesagt hat, da freut sie sich ganz besonders drauf in Deutschland auf Weihnachtsmärkte. Und jetzt waren wir zumindest in Heide auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich ja auch Heide-Weihnachtsmarkt, habe ich auch die zur Sache-Sendung moderiert bei NDR 1 Welle Nord. Das ist aber auch schon wieder 2 Wochen her. Verlinke ich euch als, denn also die Sendung gibt es immer auch als Podcast. Und einmal im Jahr machen wir das halt, dass die Sendung von einem Weihnachtsmarkt irgendwo im Land stattfindet und da wird dann eben so ein bisschen geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, was passiert da auf dem Weihnachtsmarkt und guckt man so ein bisschen nach links und nach rechts, was sind andere Weihnachtsmärkte im Land und. Und ich weiß gar nicht ganz genau weswegen, aber sie haben gesagt, wenn die Sendung aus Heide kommt, dann wollen wir auch einen Moderator aus dem Studio Heide haben und haben erst meinen Studioleiter gefragt, der aber nicht wollte oder nicht konnte, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann ich sozusagen die zweite Wahl und ja, ich war ganz zufrieden mit mir. Ich habe ewig nicht mehr moderiert, seit mindestens 12 Jahren war ich nicht mehr, zumindest nicht mehr live auf Sendung. Hatte ja bei Delta Radio den Countdown, das war ja aber immer voraufgezeichnet. Ja, aber so live hatte ich länger nicht. Ich war aber dementsprechend auch ganz froh, dass jemand anders die Technik gefahren hat und ich einfach nur erzählen musste, interviewen musste, mich sozusagen auf den Inhalt konzentrieren konnte. Und dann standen wir auf dem Weihnachtsmarkt an so einer, ja, zwischen zwei Punschhütten an so einem Tisch, hatten da so ein bisschen Technik aufgebaut, ein Notebook für den Verkehrsservice und ein iPad, das mir die Uhrzeit angezeigt hat, damit ich mich so ein bisschen orientieren kann, wo sind wir gerade zeitlich in der Sendung. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Doch, ich war eigentlich sehr zufrieden mit mir, mit der Moderation. Es gab nur eine kleine technische Panne, die man aber nachher im Podcast nicht mehr hört, haben wir rausgeschnitten. Und zwar wollten wir zu einer Kollegin schalten, die auf dem Weihnachtsmarkt in Elmshorn war, sollte von dort live ein bisschen was machen und das hat nicht sofort geklappt. Das hat man, glaube ich, nicht so wahnsinnig gemerkt, dass da einfach mal 20 Sekunden nichts lief und einfach nur ein bisschen Atmo zu hören war. Aber und das ist auch, ach meine Güte, das ist Kleinkram, ehrlich gesagt. Das kann jederzeit passieren. Ja, und so war es eine schöne Sendung und ich war aber eigentlich dabei, vom Weihnachtsmarkt zu erzählen, denn eine Woche später waren wir da mit Abby da, haben am Eisstockschießen teilgenommen, haben sie gleich mit in unser Team integriert, das wir vom Büro aus haben, waren aber chancenlos gegen unsere Gegner und waren jetzt zuletzt in Kiel auf dem Weihnachtsmarkt. Der ist echt schön geworden. Das war ja früher so hauptsächlich auf dem Holzenplatz da. Relativ klein und relativ voll. Und jetzt hat sich das ja richtig so ein bisschen ausgedehnt. Also, naja, ausgedehnt, ne? Sie haben da eben noch mehr gebaut. Auf dem Asmus-Bremer-Platz ist jetzt auch noch ein bisschen was. Und auf dem Rathausplatz ebenfalls auch. Und das ist richtig schön stimmungsvoll. Mochte ich ganz gerne. Auch so das Design von den Hütten. Das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass es nicht mehr ganz so voll ist vor dem Tallinnstand, der ja früher immer so der Treffpunkt war für alle und wo es kaum ein Durchkommen gab und wo man selten ohne Glühweinflecken auf der Jacke wieder rauskam. Aber insgesamt war das doch ganz schicki und wir haben sind da so ein bisschen drüber gelaufen, haben hier ein bisschen was angeguckt, da ein bisschen was gekauft, hauptsächlich Essen. Haben endlich mal Langosch mal wieder gegessen, nicht ewig nicht. Das war sehr gut. Viele Kollegen getroffen, die aus dem Kieler Funkhaus unterwegs waren. Und dann flog natürlich, als wir gerade gehen wollten, flog nochmal dieser Schlitten über den Rathausplatz. Das ist ja irgendwie so ein der Schlitten vom Weihnachtsmann und da ist dann eben jemand drauf, der irgendwie was erzählt und es läuft laute Musik.
Und die wird dann so ein paar Mal über den Rathausplatz gezogen in 10 Meter Höhe oder so. Das war natürlich, also das sorgte für große Augen. Nee, und ansonsten ist tatsächlich gerade Podcast-Relevantes so gut wie gar nicht. Er fällt im Augenblick nicht an. Also, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe Podcast-Themen, es ist viel los gerade, es passiert eine ganze Menge arbeitsmäßig. Das ist aber alles Tagesgeschäft und Alltag. Und das andere, was hier sonst so passiert, das ist auch nicht so unbedingt für den Podcast bestimmt. Das sind auch Sachen, die die Weltöffentlichkeit nicht so richtig was angehen. Und insofern tendiere ich fast dazu zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Das Wichtigste habt ihr gehört und das andere Wichtige, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal, wann immer das sein wird, denn jetzt am Wochenende komme ich wieder nicht dazu. Und dann ist ja auch schon, ne, dann ist schon, vielleicht schaffe ich es vor Weihnachten nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Tschüss.